Moin Leute. Herzlich willkommen. Eine neue Folge. Wir haben Freitag früh. Ich glaube, ich bin nicht richtig oben drauf. So, wir haben Freitag früh. Ich muss Handy rausholen. Wir haben den 15. Oktober. Wir haben hier noch die 6 Meter Kleinen. Der Action Terra Truck ist noch davor. Wir hängen aber gleich auseinander. Ich muss den um 16 Uhr zurückbringen. Ich muss selber noch Aufnahmen machen von dem Terra Truck an sich, ein eigenes Video. Und damit das hier heute vernünftig flüssig weitergeht, würden wir dann sozusagen auseinanderspannen. Ich glaube, ich muss mir eine längere Knarre. Jetzt müssen wir erstmal alle Schrauben nachziehen. Wir haben nämlich das Glück, dass die Kleine nagelneu war. Und das ist teilweise relativ undankbar, weil das hat nichts mit Qualitätsmängeln zu tun, sondern es liegt einfach daran, ich muss mir bloß eine längere Knarre holen, damit es besser geht. Es liegt einfach daran, dass wenn man anfängt zu arbeiten, dann setzt sich das Material und die Schrauben werden automatisch lose. Deswegen muss man alles nachher nachziehen, weil hier fängst du dir an, ein bisschen zu wackeln schon in den Halterungen. Ist teilweise ein bisschen undankbar, wenn man eine nagelneue Maschine bekommt. Ist natürlich total geil für die Videoaufnahmen, alles glänzt, alles ist mega sauber. Aber im Gesamten ist es nicht ganz so geil, weil du natürlich die ersten Stunden der Maschine hast, wie jeder Betrieb auch. Man kennt das, die ersten Stunden immer wieder Leitung nachziehen, Schrauben nachziehen. Und wenn das Ding dann so ein paar hundert Hektar drauf hat, dann funktioniert das Bombe, so wie die Tigerdrill. Da waren am Anfang auch ein paar Leitungen lose, schade jetzt nicht, aber da war das genauso. Also das hat man im Prinzip immer. Ich will mir bloß schnell eine längere Nuss holen und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich muss noch das Format umstellen. Ich glaube, wir filmen noch im Weitwinkel. Ja, hab keine lange Nuss gefunden. Die guten Sachen hält Detlef immer unter Verschluss. Meistens kommt da fest lose, ne? Aber so eine großen Schrauben kann man schon ein bisschen kräftiger anziehen. Dann halten die auch. Ich weiß übrigens, dass viele Leute von euch den Axon TT noch vor der Tigerdrill gesehen hätten. Aber es ist zeitlich nicht machbar. Also wir hatten den jetzt 3 Tage, von dem der erste Tag war die Kleinen Ersteinsatz. Da habe ich, glaube ich, 7 Hektar gemacht am ganzen Tag. Ersteinsatz einstellen. Ja, dann bin ich abends noch ein bisschen gefahren. Bin ich am nächsten Tag gleich morgens aufgestanden, ich glaube um 4:30 oder so, damit ich die Gerste noch bis 8:09 fertig habe, damit wir hier morgens gleich den Versuch starten können. Und gestern an sich bin ich auch gar nicht viel gefahren, da haben wir uns ein bisschen auf Film, aufs Wesentliche konzentriert. Gestern, glaube ich, habe ich 10 Hektar mit dem Gespann hier gemacht oder hat das Gespann gestern gemacht. Das meiste ist halt Film, anhalten, GoPro nochmal anders draufstecken, Film, anhalten, GoPro nochmal anders draufstecken. Und vor der Tigerdrill hätten wir wenigstens noch 1 oder 2 Tage gebraucht, weil der 8R muss einfach parallel die ganze Zeit mitlaufen, damit wir überhaupt Hektar schaffen, damit wir überhaupt vorankommen. Also wir haben gestern mit 3 Drillmaschinen, das müsst ihr euch mal vor Augen führen, mit 3 Drillmaschinen 30 Hektar gemacht, am ganzen Tag. Mit 2x6 Meter und 1x4 Meter. Ne, wir hatten ja gut, wir hatten gestern noch das Problem mit dem 8R. Da war der Riemen gerissen. Der hat natürlich die verlängerte Garantie. Die haben gleich den Riemenantrieb mitgetauscht. Weiß gar nicht, von kaputt bis können wir wieder fahren, hat es 3 Stunden gedauert. Super Service, muss ich sagen. Die hatten auch gleich alles da, alles zu liegen. Wussten Bescheid. Sie meinten, das kommt häufiger vor bei den 8000ern. Und ja, gewechselt und zack, läuft es wieder. Ne? Ist natürlich ein Bombenservice. Also 3 Stunden von kann ich mehr fahren, bis kann wieder fahren. War auch das erste Problem überhaupt, was der 8400 hatte. Also der hatte zwar schon mal ein paar Kleinigkeiten mit dem Sensor oder so, aber nicht so, dass er anhalten muss. Also er konnte permanent weiterfahren. Und diese unterm Rahmen, die wäre ein bisschen knifflig. Wir sind alle ganz schön lose jetzt durchfahren. Hinten haben wir das Ganze auch nochmal. Ja, seht selber, sind wir heute erstmal wahrscheinlich 2 Stunden hier am Schrauben. Dann muss ich den Terra Truck noch sauber machen. Dann muss ich noch ein Video drehen.
Und zack, ist dann auch ja, schon wieder so weit, dass ich den wegbringen muss. Also wenn wir sowas wollen, dass wir den nochmal vorm Tiger sehen oder vorm Güllefass, dann brauche ich den eigentlich eine Woche, 10 Tage. Weil du kannst davon ausgehen, wenn er jetzt vorm Tiger läuft, brauchen wir erstmal noch eine Stunde zum Umhängen. Dann entsprechend wieder zurückhängen und die ganzen Aufnahmen entsprechend auch nochmal 1 bis 2 Tage. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal wieder. Jetzt müsst ihr euch eigentlich einfach von der anderen Seite holen. Ansonsten Bedingungen sind so, geht so. Muss man sagen, teilweise auch feucht der Boden. Es trocknet ja gar nicht mehr richtig ab. Dieses Jahr scheint im Oktober wirklich wenig die Sonne. Wir haben sonst immer einen goldenen Oktober. Dies Jahr nicht. Umso interessanter ist eigentlich der Versuch dann auch mit der Direktsaat. Weil wenn das klappt, dann kann man fast in jedem Jahr machen. Das kann man wirklich so sagen. Weil die Bedingungen sind dies Jahr nicht wirklich gut. Sehr viel feuchten Boden. Ja, die ganzen Schellen müssen wir auch alle nochmal nachziehen. Hier ist ein Düngerschlauch runtergerutscht. Gut, wir fahren ohne Dünger. Aber das müssen wir auch alles nachziehen. Ja, so sieht denn aus, Leute. Man denkt immer auch, wir kriegen so Technik. Und damit kannst du erstmal 100 Hektar runterkloppen. Und was wir am Ende machen, sind eigentlich nur 20 Hektar und 4 Kameraaufnahmen. That's all. Gut, bis dann erstmal, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Also der 8er ist jetzt schon unterwegs, der ist schon fleißig am Drillen. Die sind gerade vom Hof gefahren. Der muss jetzt halt permanent die ganzen Tage fahren, sonst ist das bis Sonntag fast unschaffbar. Wir haben jetzt noch 140 Hektar, die wollte ich bis Sonntag fertig haben. Ist eng, zumal ab Mittag soll es heute regnen. Wenn wir nämlich morgen Mittag nicht raufkommen, dann wird es wirklich knifflig. So, ich habe jetzt den Axtenterrertrag einmal kurz hochgewaschen gebracht zum Waschen. Und Lisi hat mich jetzt mit ihrem neuen Hoffahrzeug abgeholt. So, Lisi, weiter. Ach, du schnallst dich richtig an, was? Ich habe mich heute mal angeschnallt, ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, wenn ich dann auf der Straße angehalten werde, dann wird es so besser, wenn ich angeschnallt bin. Naja, das gehört ja auch zur Pflicht. Sicherheit geht vor, dachte ich. So. Los geht's. Los geht's und dann fahren wir los. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ah, ich hätte Bremse zu lösen, das war ein bisschen gar nicht so einfach. Ich habe sogar Heizung angemacht. Es wird gleich kuschelig hier drin. So. Wir haben heute Morgen, wir haben jetzt Samstag früh, 16 Uhr. Quatsch, 16. Oktober. 16. Oktober. Und früh ist es auch nicht mehr. Inzwischen ist es 12 Uhr. Da fährt Svenny mit der Güttlerwalze. Wir haben jetzt hier Detlef eingesetzt mit dem 39 und dem der Kledendrille. Macht da gut der 39, aber ich sag mal 10 km/h ist der Riemen auch ab. Also so 300 PS geben sie an. Also die kann mit 300 PS gezogen werden, aber auf Hektarjagd ist man dann nicht gerade. Aber Bombe, geht, funktioniert, zieht ja gut. Also ich denke mal so mit 350 hat man so ein bisschen Polster, dann geht es auch ein bisschen besser. Ansonsten die Bedingungen sind so. Also hat ja gestern geregnet, mussten wir erstmal anhalten. Heute machen wir weiter. Was sagst du, Lisi? Sehr ungemütlich. Ist kalt geworden. Ist sehr kalt geworden, genau. Müssen uns ja wirklich auch beeilen mit der Herbstaussaat. Wir haben hier Sebastian auf diesem Ende. Das ist wirklich ein Ende. Alter, dieses Feld ist, was hast du, 2 Kilometer lang? 2,2 Kilometer lang. Alter. Oh, er fährt schon auf der Seite. Er kommt ja richtig gut voran. Genau, wir kriegen jetzt hier noch 21 Hektar ran. Dann haben wir hier 53 Hektar an einem Stück. Da hinten am Wald das Stück, ne? Oder? Was? Ist das hier, das hier neben uns? Das daran, ja. Bis zum Wald runter. Na, bis zum Wald geht's nicht ganz. Da ist noch eine kleine Hecke zwischen, aber. Soll ich hochfahren oder willst du von hier gucken? Wir können ja einmal kurz nebenher fahren. Genau, also Sebastian fährt mit der Tigerdrill. Wir drillen 360 Körner auf dem Quadratmeter aktuell, Sorte Elixir hier auf den beiden Stücken.
Wir haben beim Sortenversuch haben wir einen Granweizen genommen. Komplize heißt der. Ich dachte, du sagst jetzt was zum Namen. Komplize? Komplize. Ich ist auch Komplize. Ja, wir werden mal gucken, wie er sich hat, wie er sich macht. Und ja, überall, wo die Kleiden fährt, walzen wir nach. Hier denke ich mal erstmal nicht, weil die Schwierigkeit ist immer, auf gesäten Land zu fahren. Wenn es gelockert ist, bei feuchten Bedingungen, macht man eigentlich mehr Schaden, als man gut macht. Bei der Kleiden geht das, weil sie ja nur streifenweise lockert. Ich meine, hier lockern wir theoretisch auch nur streifenweise, aber tatsächlich. Ja, aber ein anderes Prinzip. Ein anderes Prinzip. Und da vorne kommt er. Hat gut zu ziehen, der Kollege. Genau. Und wir fahren jetzt erstmal und wollten eine ganz kurze AKF drehen. Zwischenfrucht und wie heißt die andere Kultur? Raps. Halbe Stunde, ganz kurze AKF. Ganz kurz. Wir müssen so oder so mal gucken fahren. Bis dann erstmal. So, indes mache ich weiter erstmal den Jaguar sauber. Ich habe ja am Montag noch einen Kunden mit 200 Hektar. Schneidwerk einmal abgebaut, diese Verriegelung lösen, zwei Hydraulikschläuche, zwei Stecker, da lose. Und ab ist das Ding, hat hier so eine Schnellkopplung, da. Und da braucht man also keine Gelenkwelle koppeln. So sieht das Ganze aus, so sieht die Zuführung. Hier kommt der Mais durch und hier wird er dann erfasst. Und geht dann weiter Richtung Häckseltrommel. Was ich euch mal jetzt auch zeigen wollte. Ich puste gerade die Luftfilter sauber, beziehungsweise die Luftfilter nicht. Ich puste den Kühler sauber. Luftfilter klopft man ja nur. Das ist alles der Kühler, Leute. Also, ich weiß nicht, der ist ungefähr 1,60 Meter hoch, würde ich sagen. Ja, hier ist der Motor. Kühler. Ja, hat man hier zwei Klammern. Und dann kann man den hier so aufklappen. Und dann kann man von da pusten und das andere so ein bisschen von hinten vom Motor. Macht sich aber relativ bescheiden. Also hier vorne die Zugänglichkeit ist ja top, aber man versucht eigentlich immer von hinten nach vorne zu pusten, um das wieder rauszustoßen. Hier oben die beiden richtigen Luftfilter. Diese, die klopfe ich jetzt sauber. Die kommen da, klappe ich hier oben bloß das Rost hoch. Hab dann hier Klammern. Früher waren die hier auch nochmal geschraubt. Jetzt sind die da bloß raufgesteckt. Sehr gemein gemacht. Hier muss ich das noch ein bisschen sauber schippen. So ein bisschen Staub habe ich jetzt alles da auf den Haufen gepustet. Was ganz geil gemacht ist, zeige ich euch, glaube ich, nachher. Hier ist ein Loch drin. Ne? Also alle Häckslerfahrer von früher in den Jaguars, die werden es noch kennen. Da. Der Cracker hat hier bei nassen Bedingungen immer den ganzen Brei nach hinten gelegt. Den musste man abends ausschöpfen. Jetzt ist da ein Ablaufrohr. Sehr geil gemacht. Zentralschmierung muss ich noch auffüllen. Da ist jetzt nicht mehr viel drin. Ich habe hier war der, also hier könnt ihr sehen, hier war der voll, als der kam. Damit habe ich ungefähr 250 Stunden gefahren. Dann habe ich nochmal Kartuschen drauf gemacht. 5 Stück. Habe jetzt nochmal 50 Stunden gefahren, da ist immer noch was drin und mache jetzt nochmal 10 Kartuschen rein. Also müsste man bis hier wieder sein. Also sehr sparsam mit Ding. Ich weiß gar nicht, ob man das an einem Jahr, das sind vielleicht 1000 Stunden. 1000 Stunden oder so. Ein bisschen den ganzen Staub abgekriegt. Da bin ich ein bisschen allergisch drauf, muss ich sagen. Man denkt immer, Mais häckselt man nur grüne Pflanzen, aber es staubt unendlich. Wenn ihr seht, wie viel Staub hier überall ist, das ist unfassbar. Die ganze Maschine ist richtig voll gestaubt. Gut, das wollte ich zeigen. Ich mache erstmal alles sauber und baue das hier zusammen. So, zeige euch mal einmal kurz, wie easy das Schneidwerk rangeht, wenn man gut ranfährt. Wenn man gut trifft. Oh, ich habe gerade hier Fußbodenmatte sauber gemacht. Oh, Schuhe ausziehen. Mein Gott. Leute, was dreckt man sich so zu? Ich glaube dir gar nicht. Ein, zwei Mal aussteigen, schon ist die Erde in der Kabine. Naja, noch den guten Dyson von zu Hause mitnehmen. So, das Schöne ist beim Terratrack, ich kann beim Ankoppeln das Fahrwerk hoch und runter machen. Dadurch habe ich bedeutend besser, viel mehr Spielraum beim Winkel und beim Ranfahren.
So, jetzt habe ich ihn dran. Kann ich wieder aussteigen? Wir machen als erstes natürlich die Verriegelung vor, damit der uns nicht mehr abhauen kann. Kleinen Splint kommt da noch rein. So, zack. Jetzt ist im Prinzip das Orbis dran, kann nicht mehr abfahren. Jetzt kommt als nächstes die Hydraulikstecker. Zack. Einmal Isobus. Einmal Licht. Das war's. Und genauso schnell, wie wir es abgebaut haben, können wir es auch wieder ranbauen. Also ist jetzt voll funktionsfähig. Ich gucke gerade auf den Timer. Mit Einsteigen, Aussteigen 2 Minuten. Also jetzt hier in der Kabine, seitdem ich unten angemacht habe, bis jetzt. So. Kann ich den nämlich gleich hochfahren. Dann können wir den gleich nämlich noch ein bisschen waschen. So, jetzt kann ich direkt schon zusammenklappen, drücken. Er weiß jetzt, dass er das Orbis dran hat. Erkennt er durch den Isobus-Stecker und alle Parameter dazu. Jetzt klappen wir es ein und können dann los. So easy. Ich habe das jetzt erst einmal alles mit Luft vorgereinigt. Gleich machen wir das noch mal ein bisschen mit Wasser. Und dann glänzt er auch wieder ein bisschen. Der letzte Tag hat ganz schön viel rumgeklebt und gemoddert. Sieht man vor allen Dingen, ne? Alles, was wir gehäckselt haben, ist irgendwie dann doch teilweise von das, was verweht war, an den Maschinen kleben geblieben. Und zack, das war's. Jetzt hebe ich das Ding an. Haken lösen. Einmal mit der Karussell fahren mit euch. So, jetzt fahre ich damit erstmal kurz hier ausgehoben um die Ecke. Und der LKW-Fahrer hier einmal durch kann, der ist sehr ungeduldig. So, fahre ich da vorne gerade auf der Platte. Wichtig ist, man muss bei Feldeinfahrten, bei Höhen und Senken, muss man ein bisschen vorsichtig sein. So viel Freigang hat das nicht mehr. Und mit Bordsteinkanten auch, da muss man vielleicht ein bisschen ausheben. Jetzt setze ich den Schalter hier auf Straßenmodus. Jetzt sagt er, alles klar, du kannst fahren, aber das ist noch nicht vorbereitet. Jetzt drücke ich halte ich die Taste für Gerät senken gedrückt. Jetzt fahren die Räder raus unten. So, bis sich nichts mehr bewegt. Dann drücke ich die Taste für den Straßenmodus, ist das die für Schwingungstilgung. Seht ihr, Schwingungstilgung ist aktiv. Jetzt rolle ich nach vorne. Und jetzt müssen wir warten, bis das grün wird und dann ist die Endgeschwindigkeit freigegeben. Jetzt sehen wir auch da, er sagt, okay, soweit ist alles gut, Schwingungstilgung ist aktiv, aber die Räder fahren noch nicht richtig, Hannes. So, da ist es grün und das heißt, die Endgeschwindigkeit ist freigegeben und jetzt können wir Speed machen. Gut, das wollte ich euch erstmal zeigen, wie man da schön mit an- und abbauen kann. Ist wirklich geil gemacht, können aber inzwischen viele Häcksler so schnell und so einfach. Also beim Krone ging es ähnlich schnell. Nee, ging gar nicht ähnlich schnell, weil da brauchte der Vorsatz Füße. Da musste man Füße rausholen und anstecken. Genau, den kann man einfach auf die Erde packen. Camper, keine Ahnung, ich habe es zwar letztes Jahr gefahren. Ich weiß aber nicht, ob ich es einfach so ablegen kann. Ich vermute mal ja. So Leute, wir haben Sonntag, ich mache jetzt gerade meinen Häcksler fertig, wir fahren gleich los, die Maschine rüber, wir haben ungefähr 100 Kilometer bis zum Kunden und dann bleiben die Maschinen ja da, also hier der Jaguar und der 8R. Das ist übrigens mein Kühlschrank, also der ist wirklich tief, wie ihr seht, ich habe hier bloß noch Bedienungsanleitung drin und hier unter ist nochmal Verstaufer. Oh, ich habe sogar Feuchttücher mit, wusste ich gar nicht. Genau, und ein paar Kleinigkeiten sind da noch drin. Eine neue Düse für Siliermittel und. Und das ist ja interessant zu wissen. Sehr geil. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal 4 Flaschen Wasser mit. Und den Rest
gibt mir der Kunde denn da? Das ist wirklich geil, wie viel man hier mitnehmen kann. Ich habe sogar 5 mit. Zack, und ist immer noch Platz. Ich habe hier oben auch noch eine mir reingepackt. Da hinten seht ihr sie. Da 2 Stück habe ich eine angefangen, eine halbe noch. Jo, ich muss jetzt noch schnell die Zentralschmierung auffüllen, volltanken und dann machen wir uns gegen 13 Uhr auf den Weg. Also es ist Sonntag, 17. Oktober, dann 13 Uhr. Die folgenden Vlogs, keine Ahnung, glaube ich, vielleicht wird es nur ein Vlog, Auswärtsvlog, wenn nicht weiter was passiert. Muss ich gucken, ich lasse Drohne zu Hause, habe eigentlich nur 2 GoPros mit und guck, was ich euch da aufnehmen kann. Inzwischen ist das Equip ja auch deutlich besser geworden, sodass die Aufnahmen ja auch cooler geworden sind. Genau. Und ja, also keine Drohnenaufnahmen. Ich will da wirklich in 5 Tagen. Es sind 200 Hektar, der Mais steht bombastisch da. Ist dichter an der Küste, die kriegen halt auch mehr Regen. Die haben 5 Liter Tau jede Nacht gefühlt. Keine Ahnung. Ist halt, Ole habt ihr kennengelernt, ist der JCB-Fahrer, sein Betrieb, wo ich jedes Jahr Häckseln fahre. Genau. Ausgesaugt habe ich den erstmal ganz grob hier mit Teppich. Das abgesaugt hier ist natürlich noch ein bisschen wieder reingetragen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, beim Zuschauen brauche ich nicht viel Spaß wünschen, wenn ihr es gerade geguckt habt. Denn trotzdem viel Spaß in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.